Also, nochmal ran an die Maschine. So, und nun? Ich kann nichts machen. Also, jetzt pumpt sie ja zumindest Wasser, ne? Ja, was jetzt funktioniert, ist die Pumpe. Und jetzt drücke ich auf Stopp. Jetzt zieht es Wasser, damit es spülen kann. Dann drücke ich wieder auf Abbruch und lasse sie wieder abpumpen. Hört sich komisch an. Ich höre nichts. Für einen echten Fachmann das klare Signal, dass der Abfluss noch verstopft ist. Er hat ja auch den richtigen Riecher. Statt weiter an der Maschine zu suchen, richtet er den Blick auf den Abflussschlauch. Prima. Der blickt schon durch. Der weiß schon was. Der weiß, der macht es lang schon. Ja, das ist ja völlig okay. Das ist okay, das ist okay. Aber er darf nicht mit meinem Namen werben. Nein. Tut mir leid. Wenn jetzt der Preis stimmt, darf er sogar das. Fachlich ist er gut. Aber stimmt auch Preis-Leistung? Maximal 100 Euro dürfen es inklusive Steuer sein. Hören Sie mal. Ja? Jetzt pumpt er wieder. Jetzt strullert's wieder. Was kostet denn so eine Angelegenheit hier? 120 Euro. 120 Euro? Das ist Anfahrt und Arbeitsaufwand. Mhm. 120 Euro? Rechnen Sie das mal auf, die Viertelstunde jetzt. Wenn ich das auf meinen Taschenrechner bringe... Das ist ein ziemlich krasser Stundenlohn, muss ich sagen. Da geht mein Taschenrechner auf Error. Und also 120 dann plus Steuer, damit ich das Geld holen kann, das Bargeld. Also kriegen Sie jetzt 120 Euro inklusive Steuer oder plus Steuer? Wenn Sie mit Rechnung haben wollen, dann muss ich die Mehrwertsteuer mit draufschreiben. Mit Rechnung? Sie würden auch ohne Rechnung machen? Ich würde jetzt ohne. Ja, also jemand, der mit Peter Giesel wirbt, der bescheißt das Finanzamt nicht, meine Lieben. Und ohne Rechnung. Wie viele Leuten der wohl pro Tag erzählt, dass er bei uns in der Sendung war? Das Schlimme ist noch, der verlangt wesentlich mehr als ein Werkskundendienst. Und der Werkskundendienst ist sehr hoch angesiedelt. Also und der verlangt noch mehr. Der tut jetzt im Prinzip so. Mach noch einmal das an, das, was der geworben hat. Da ist nämlich noch ein Satz dabei, der ist gigantisch. Und er steht genau ausgezeichnet für faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist genau das Gegenteil davon. Genau das ist es. Pass auf, ja. Der Typ, was sagst du gerade? Mein Redakteur, der Jonas, sagt gerade, geh erst da mal nicht rein. Nein, mach mal nicht. Zahl ihn. Wer so lügt und mich da auch noch benutzt und dann auch noch am Ende jetzt 120 mal kurz eben sagen, ohne. 144 Euro für einmal rumpopeln in der Wurstpelle haben will, den sehe ich wieder. 142,80 Euro bekommt er für seinen 15-minütigen Besuch. Und ich bereite mich auf seinen nächsten Einsatz vor, denn er hat ihn sich verdient. Meinen ganz persönlichen Giesel-Test. Und ein paar Tage später ist es soweit. Ich habe noch einen Termin mit dem Mann, diesmal in Bochum. Hätte ich nicht schon Handwerker ausgezeichnet und für gut befunden. Vielleicht erinnern Sie sich noch hier. Deutschlands ehrlichster Handwerker, so hieß mal eine unserer Sendungen. Das Dumme ist, der von uns hier besprochene und in Frage stehende Kollege war da nie dabei. Wir haben uns wirklich jeden einzelnen Teilnehmer angesehen. Der belügt uns also. Heute wollen wir ihn zur Rede stellen. Und dafür habe ich mir, Sie sehen schon, meinen Bart stehen lassen. Aus gutem Grund. Oh. Lockvogel heute ist die Studentin Armina. Bei ihr manipulieren wir die Spülmaschine. Schön. Vielen Dank, dass du deine kleine, feine Studentenbude zur Verfügung stellst. Um das geht's nachher. Waschmaschine. Eine kleine, die machen wir schon kaputt, bis der Mann kommt. Ich würde sagen, wenn du ihn nachher hier empfängst, setze ich mich hier aufs Sofa so ein bisschen in die Ecke und schaue zu. Geh mal davon aus, dass der mich kennt, wenn er mit mir wirbt. Und damit das jetzt vermieden wird, dass er sagt, oh, da ist ja der Giesel, lasse ich mich jetzt umstylen. Komm mal mit. Hallo, guten Tag, der Peter, schau mal hier. Jetzt geht's los, wird's lustig. Action-Kosmetikerin, Maskenbildnerin Vroni macht mich binnen 2 Stunden um ein paar Jährchen älter. Hoffentlich holt mich bei dieser Geschichte nur meine Vergangenheit ein und nicht auch noch meine Zukunft. Ab jetzt sind alle Falten echt, die ich im Gesicht habe. Ich denke, so bin ich selbst für Fans unserer Sendung kaum noch zu erkennen. Ich gehe dann mal vielen Dank dir, liebe Vroni. Und jetzt geht's los. In 20 Minuten kommt der Mann, der behauptet, dass ich ihn kennen würde. Also so erkennt er mich nicht mehr. So, und gleich wird der Gang ein bisschen gebückter.
Der Gang fällt auch ein bisschen schwerer. Ich setze mich in meine Ecke und warte, dass der Typ kommt. Und er lässt auf sich warten. Die Minuten verrinnen. Stunden ziehen ins Land. Mein Kollege Jonas versucht, den Elektriker zu erreichen. Wo bleibt der Mann nur? Bis später. Ciao. Wann kommt er? 18.20 Uhr. So, ich will sagen, wie es war. 14 bis 16 Uhr war angesagt. Komm, ich finde das, und das finden Sie wahrscheinlich auch, eine Riesenunverschämtheit. Du wartest zu Hause auf den Handwerker. Jetzt soll ich mir den ganzen Tag Urlaub nehmen dafür? Mann, du. Okay, ich setze mich wieder hin. Mit satten 2,5 Stunden Verspätung kommt er an. Verdacht schöpft er nicht. Ja, mein Papa ist noch da. Ah, der Papa ist noch da, okay. Ja. Was war denn jetzt? Da ist das gute Stück. Ah, der Geschirrspüler, okay. Genau, also ich bin total überfordert. Das Problem ist, der pumpt einfach nicht mehr ab. Und da sammelt sich dann das Wasser. Mein Team hat nur den Abfluss verstopft. Fachlich, so viel ist klar, kennt sich der Mann gut aus. Eine Herausforderung ist der Fehler nicht. Aber mir geht's um seine Ehrlichkeit. Ja, ich habe auch nur so lange gewartet. Und ich habe auf Ihrer Seite gesehen, Sie wurden ja auch getestet von Peter Giesel. Ja. Ja, deshalb hatte ich da sofort Vertrauen. Auch heute macht er eine gute Arbeit. Aber was soll sie denn kosten? Und arbeitet er wieder am Fiskus vorbei? Normalerweise nehme ich immer 140 Euro, aber heute nur 100, weil Sie so lange gewartet haben. Okay. Ich wollte Sie nur mal ein bisschen ärgern. Ja. Bekomme ich denn auch eine Rechnung? Rechnung kann ich schreiben, dann kommt da aber die Mehrwertsteuer drauf. Ich habe ja kein Ersatzteil eingebaut. Soll ich dir es geben hier? Wie viel? 100 hat der Herr gesagt. Ja, weil Sie so lange gewartet haben, war ja sehr lang. Mhm. Und ohne Rechnung, oder? Ja, ich habe ja keine Ersatzteile eingebaut. Ah, deswegen ohne Rechnung? Das kann ich, aber dann gibt es keine 2 Jahre Garantie. Okay. Ich gebe nur Garantie auf Ersatzteile. Also Rechnung mit Garantie und so ist jetzt ohne? Wie Sie wollen. Nö, ach, schwarz halt. Stimmt so. Werbung ist teuer. Ja, Werbung ist teuer. Und wertvoll, vor allem, wenn man ungefragt einfach meinen Namen dafür verwendet. Zeit, mich zu erkennen zu geben. Waren ja schon mal im Fernsehen, ne? Ach du Scheiße, nicht noch einmal. Wie nicht noch einmal? Ja. Welchem Sender waren Sie denn? Kabel 1. In welcher Sendung waren Sie denn? Bei Peter? Bei Peter, bei Ihnen war ich das. Meister. Ja, bei Kabel 1 ab. In welcher Sendung? Bei welchem Kamerateam? Ich kenne Sie nicht. Vor meinen Kameras waren Sie noch nie. Sie waren aber an dem Tag nicht da. Nee, ich bin immer da. Pass auf, wir machen das ganz schnell. Okay. Sie benutzen meinen Namen, um Ihre Firma voranzubringen. Und das habe ich überhaupt nicht gern. Zumal Menschen, die von mir getestet werden, ja, die arbeiten nicht schwarz. Die machen es korrekt. So wie es in Deutschland üblich ist, bekommen die Kunden da immer eine Rechnung. Herr Giesel, glauben Sie mir, ich war... Februar war das. Wir haben im Februar nicht gedreht. In Essen war das. Nein, wir waren nicht in Essen. Aber ich sag Ihnen noch mal was. Ich schwöre, ich habe diese Karte auch von... Nee, von mir war es nicht. Dann war es vielleicht RTL oder RTL 2 oder Vox 3. Nein. Sie waren noch nie vor einer Kabel 1 Kamera. Erst recht nicht vor meiner. Und das allererste, was Sie machen, Ihren Webdesigner anrufen, dass mein Name von Ihrer Seite runterkommt. Jetzt. Bevor Sie gehen, rufen Sie den an. Okay. Handy haben Sie dabei, rufen Sie ihn an. Ich habe Geduld, ich setze mich so lange und warte. Tatsächlich, der Mann tut, wie ihm geheißen. Und sorgt dafür, dass mein Name von seiner Webseite verschwindet. Bringen Sie es höflich zur Tür. Nee, ich will auch gar keine richtige Argumentation haben. Ich hab doch... Beweis halt. Es gibt keinen Beweis. Ich habe in meinem Leben noch nie in Essen gedreht. Ja, das war in Essen halt, das war Februar. Ja, aber ich war es nicht. Das war ein anderer Sender. Nein, ihr nehmt, ich habe Ihnen auch gesagt, ich kann nach Pumpe sagen. Oder ich will versuchen, ehrlich zu arbeiten, aber... Verschauen Sie doch mal, Sie verstehen immer nicht. Es gibt keinen Versuch, ehrlich zu arbeiten. Alle müssen ehrlich arbeiten. Und dazu gehört unter anderem übrigens auch zu sagen, man ist zu der bestimmten Uhrzeit da, dann ist man auch pünktlich und nicht 4 Stunden später. Und wissen Sie, was noch dazu gehört? Das ist auch eine Ehrlichkeit auf der Webseite. Solange Sie nicht wissen, dass der Peter Giesel Sie da getestet hat, dürfen Sie es auch nicht raufschreiben. Und was noch dazu gehört, ist eine Steuerehrlichkeit.
Ich mache Ihnen nicht 100 Euro, willst du 120 mit Rechnung? Nein. Ganz kurz, zum Mitmeißeln, auch für Sie. Wir nehmen immer Mehrwertsteuer, weil das jeder ehrliche, Sie sagen, Sie arbeiten ehrlich, ehrliche Handwerker tun sollte. Ansonsten betrügen Sie, und zwar den Staat, also uns alle, auch die Kollegen, die es ehrlich machen. Alright? Und jetzt ist Ende der Diskussion. Komm, ich muss Sie jetzt leider bitten zu gehen. Tut mir leid. Ein schneller Check. Und wirklich, die Webseite ist sauber. Jetzt ist es raus. Ist raus? Ja, so muss sein. Dann hat doch wenigstens das geklappt. Bye, bye. Alles Gute. Bis dann. Sauer nicht mehr. Jetzt ist ja alles gelöscht. Ciao. Bye, bye. Ciao. Boah, Leute, was ist denn daran so schwer zu begreifen? Peter Giesel hat da nichts mit zu tun. Kabel 1 hat damit nichts zu tun. Und ja, das deutsche Finanzamt bekommt immer 19% ab. Mein Herz, nach diesen ganzen Stunden der Warterei, eine Warnung an alle da draußen, die es jemals wagen sollten, mit unserem schönen Namen Achtung Abzug und erst recht meinem Werbung zu tun. Vorher fragen und wenn es nicht erlaubt ist, auch unterlassen.